Davor schickt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam einen Sahabi und trennt sein Terror. Guck mal, diese Terrorerklärung damals schon. Er sagt, heute ist Schlachterei. Heute werden die Würden der Menschen werden zertreten. Rasulullah hört, sagt, Ali, geh mal hinter ihn. Guck mal, was er sagt. Imam Ali a.s. sagt, der andere sagt, Al-Yawma, Yawmu, Malhama, Al-Yawma, Tota'ul Hurama. Imam Ali a.s. sagt, nein. Al-Yawma, Yawmu, Marhama, Al-Yawma, Tusamul Hurama. Das heißt, heute ist Tag der Barmherzigkeit. Heute werden die Würden geschützt. Das sind zwei Islam. Merkst du? Terror und Ahlul Bayt. Das ist Siddiq. Das heißt, ich bin nicht gekommen. Einer geht zu den Ungläubigen und sagt, wenn ihr heute nicht Muslim werdet, kommt Rasulullah zu euch. Macht er so. Allah sagt zu Muhammad, rede mit schönen Worten mit diesen Menschen. Schickt Rasulullah einen Sahabi, macht er so. Kommt Jibril, salamullah, bei Rasulullah, sagt, dieser Mann ist ein Verräter. Sagt Rasulullah, er kommt, hat er gemerkt, fängt an zu weinen, sagt, was habe ich gemacht? Sagt, hast du mich verraten? Bin ich gekommen mit so? So bin ich zu den Menschen gekommen? Das erste Wort, was ich gekriegt ist, Iqra, lies im Namen deines Herrn. Reden. Nicht so. Dieser Islam ist geblieben heute. Siehst du, diesen Islam, Abu Qutada, Abu was weiß ich, und die da ist Abu, und sitzen sie mit Kalaschnikow und so, und schlecht checken die Menschen vor der Kamera, und Allahu Akbar. Hey, das ist Abu. Überall Abu hörst du, und hier schächten die Menschen so wie Lämmer, wie Schafe vor der Kamera. Das ist Islam. Dieser Islam ist geblieben. Und unser Islam ist gekommen. Aber wer kann diesen Islam stoppen heute? Wer? Wer schafft das? Yazid hat versucht mit seinem Schwert. Imam Husseins Kopf wurde geschächtet, wurde getrennt. Aber trotzdem hat dieser Kopf gewonnen. Trotzdem dieses Blut hat sich verbreitet. Und trotzdem, wir sind Alhamdulillah im Vordergrund bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das zeigen wir, das geben wir, das bieten wir an. Das ist unser Islam. Einer, der gestern hier Mushrik war oder Kafir war, wird er Muslim. Siehst du sein Bart? Sitzt er vor der Kamera? Ich räche mich. Ich schicke euch alle in die Hülle. Und ich gehe ins Paradies. Im Namen von Sahabe, im Namen von was weiß ich. Das ist Islam, bietest du an? Guck mal, Imam Ali a.s. Wer war wie Ali a.s.? Wer war stark wie Ali a.s.? Diese ganzen Ratten haben sich versteckt. Weil Imam Ali a.s. gekämpft hat, sind sie alle abgehauen. Jeder ist gekommen, nur wegen Beute. Was gibt es heute Neues? Komm, nimm mal mit. So, die sind nur aufgetaucht, wenn dazu mitzunehmen war. Aber Imam Ali a.s. lag alles vor seinen Augen. Kommt Schwester von Amr ibn al-Hamiri. Guck sie, ihr Bruder liegt auf dem Boden, aber seine Kleidung war immer noch dran. Der Schmuck war immer noch dran. Omar sagt, nimm mal diesen Schmuck, das ist deine Beute. Imam Ali a.s. sagt, nein, das ist ein Führer gewesen an seinem Volk. Und ich mag ihn nicht entwürdigen. Kommt Schwester von diesem Mann, war auch Muschrik, und sagt, wer hat meinen Bruder umgebracht? Die sagen diesem Mann Ali. Sagt, Wallah, Kufu'un Karim, das heißt freigebiger, würdiger Mann. Ich bezeuge, dass es nur einen Gott gibt und Muhammad ist der Prophet Gottes. Das heißt, durch den Mord von ihrem Bruder hat sie ein Bild vom Islam gekriegt, sodass sie Muslim geworden ist. Nicht nimmst du so, schächtest du deinen Kopf vor dem Kamera und sagst du, Ashhadu Allahu Akbar, und ich stehe dahin, Allahu Akbar. Haben sie geschnappt da im Fernsehen, in YouTube haben sie reingemacht. Die fragen sie, wie hast du ein Herz, so Menschen zu schächten wie Lämmer? Er sagt, Wallah, wir haben das geübt. Erstmal haben wir angefangen mit Lämmer und Schafe und Ziegen. Und dann habe ich die erstmal mitgehalten, so festgehalten, die Beine, die Füße. Da habe ich erstmal zugeguckt, ein paar Tage, natürlich war es schwer. Und nachher habe ich das geschafft. Er sagt, wie viele Männer hast du geschächtet? Er sagt, 13. So reden sie ganz locker. 13 habe ich geschafft. Er sagt, wie konntest du denn schlafen? Was ist das für ein Mensch bist du? Das sind diese Menschen, die mit Haram aufgewachsen sind. Die schaffen das, Menschen zu schächten. Aber wenn man von Allah subhanahu wa ta'ala ausgesucht wird, dass er hinter Ali alaihi salam geht, der wird geschächtet. Er schächtet nicht. Er tötet nicht. Nur in Allahs Weg.
Und deswegen Imam Ali alayhi salam, wenn er gekämpft hat, mochte kein Mensch ihn in die Augen gucken. Und wenn ein Mann sich umdreht und wegläuft, Imam Ali alayhi salam lässt ihn laufen, nicht hinter ihm rennen, weil er Angst hat. So, aber kaum ein Mann steht vor Imam Ali alayhi salam, bleibt eine Sekunde vielleicht vor ihm. Das sind Männer. Und die sagen, wenn er so stark war, warum haben sie ihn diese Khilafa weggenommen? Er war stark. Wie haben sie es geschafft, die Khilafa wegzunehmen von ihm? Als ob Imam Ali alayhi salam an die Khilafa festhing. Nee, das darf man nicht nehmen. Was hast du genommen? Er sagt, ich habe hier ein paar luxuriöse Tage. Habt ihr von mir weggenommen. Aber Schande ist nicht für mich, weil ich meine Rechte verliere, sondern Schande ist für denjenigen, an denjenigen, der die Rechte klaut. Das heißt, da musst du mit deinem Finger zeigen, nicht bei mir. Ich habe mein Recht verloren. Ne? Und Imam Ali alayhi salam sagt, das sind ein paar Tage, die werden vergehen. Und die sind auch vergangen. Und Imam Ali alayhi salam ist an die Macht gekommen, ungewollt. Ungewollt. Er sagt, sucht euch jemand anders. Besser für euch, es soll für euch ein Ratgeber, als einer, der euch regiert. Weil die schaffen nicht, mit Imam Ali alayhi salam zu lieben. Die schaffen das nicht. Wo 30 Jahre lang haben sie geliebt, schief. Leben mit Haram, essen Haram, trinken Haram, sammeln Haram, sparen Haram. Und dann kommt wieder Muhammad zu uns. Geht nicht. Schaffen die nicht. Das ist eine Generation. Hat schief geliebt. Hat mit Haram geliebt. Kommt wieder Imam Ali alayhi salam, macht alles wieder klar. Das geht nicht. Nicht gut für Imam Ali und nicht gut für sie. Deswegen sagt, sucht euch jemand anders, der besser für euch ist als ich. Ich habe euch gelangweilt und ihr habt mich gelangweilt. So sagt Imam Ali. Und was nehmen sie, die oberflächlichen Menschen? Sag, guck mal, die Schiiten kämpfen für Khilafa und Imam Ali selber hat nicht gegen Khilafa. Wir kämpfen für Khilafa? Wir kämpfen nicht für Khilafa. Gibt es einen Hizb ut-Tahrir, der jetzt kämpft für Khilafa? Aber wir kämpfen nicht für Khilafa. Wir kämpfen für das Recht, wir kämpfen für den Weg von Al-Bayt, salamullah alayhim. Khilafa ist weg, aber Imam ist geblieben. Und dafür kämpfen wir. Kämpfen wir auch nicht, brauchen wir nicht zu kämpfen, aber wir zeigen euch den geraden Weg. Ihr müsst dafür kämpfen normalerweise, wir kämpfen nicht dafür, wir sind drin. Ihr müsst dafür kämpfen, dass ihr in die Imame reinkommt, in die Rechtleitung reinkommt. Ihr stirbt ohne Imam, ihr habt Pech. Wenn du ohne Imam stirbst, du hast Pech. Du hast keinen Rechtleiter, du hast niemanden, der für dich spricht nachher, Qiyama. Niemanden. Ibn Taymiyyah war ein Lügner. Das haben wir nachgewiesen, das haben die Menschen nachgewiesen, seine Lehrer haben nachgewiesen. Er wurde geschlagen, er wurde hier eingesperrt, bis er gestorben ist, weil er gelogen hat. Und die kommen, sagen, Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, und die folgen ihm. Wir sagen, komm, nimm mal Imam Ali, a.s., das ist dein Imam, nimm dieser Mann.